Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Ihrem FRM Regionalmagazin. In unserer Weihnachtsausgabe hatten wir zwei Freiflüge von Erlebnisflug Sachsen verlost. Gewonnen haben Birgit Werske und Christine Fischer. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Fliegen. Doch kommen wir nun zu unserem ersten Beitrag. Im Dezember fanden wir in unserem Briefkasten einen anonymen Brief. Darin wurden Mängel von der Dippoldeswalder Tafel angezeigt. Die Zustände wären unhygienisch. Matthias Wagner hat sich auf den Weg gemacht, um sich vor Ort umzusehen. Ja, und ich stehe jetzt hier beim DRK Kreisverband Dippoldeswalde e.V. mit besagtem Brief. Drei Seiten Vorwürfe zum Thema Kleiderkammer, zum Thema Tafel. Das wollen wir jetzt natürlich klären und deswegen habe ich mir einen Termin geben lassen beim Chef des DRK Kreisverbandes, bei Axel Wertmann, und den werde ich jetzt besuchen und mit diesem Brief konfrontieren. Der anonyme Brief ist direkt an die Redaktion FRM gerichtet. Ein kleiner Auszug. Mitbürger sprechen die Missstände bei der Tafel- und Kleiderkammer beim DRK in Dips an. Unhygienisch ist zum Beispiel, dass keine Handschuhe bei der Ausgabe von Lebensmitteln getragen werden. Lebensmittel werden in die schmutzige Garage vor der Tafel gestellt, zur Selbstbedienung der Leute. Hier herrscht keinerlei Sauberkeit. Bei Regen und Schnee müssen die Menschen draußen vor dem Garagentor oft über längere Zeit warten, bis die Tafel öffnet. Es sind sehr viele ältere Menschen dabei, die sich dadurch schnell eine Erkältung und mehr zuziehen. Es werden Nummern ausgegeben, die einen reibungslosen Ablauf gewähren sollen. Hierbei werden Personen bevorzugt, indem sie vom Personal der Tafel die kleineren Nummern bekommen und somit immer die ersten sind. Die Freundlichkeit der Mitarbeiter der Tafel lässt sehr zu wünschen übrig. Ja, Herr Wertmann, so ein Brief ist ja nicht der optimale Anfang eines neuen Jahres. Kurze Frage, einfach auf den Punkt gebracht, was sagen Sie dazu? Ja, ist wirklich nicht der optimale Anfang eines Jahres. Ich habe mir den Brief durchgelesen und ein bisschen enttäuscht darüber. Über anonyme Schreiben halte ich eigentlich nicht viel. Wenn jemand Probleme hat mit der Tafel oder anders und das nicht mit seinem Namen hinterlegt und uns anspricht, können wir es nicht ändern. Wie gesagt, anonyme Schreiben halte ich nicht viel davon. Trotzdem wollen wir uns die Sache ein bisschen annehmen und auch mal diskutieren darüber, was da ist. Also es ist schon, tut schon ein bisschen weh, denn hier wird auch die Arbeit der Ehrenamtlichen, auch unserer hauptamtlichen Mitarbeiter, die sich intensiv um die Tafel bemühen, in Dreck gezogen. Und das passt mir nicht. Also, Sie können sich nachher selbst ein Bild von unserer Tafel machen. Die wird seit über 10 Jahren hervorragend betrieben. Wir fahren mehrmals in der Woche nach Dresden, donnerstags die Ausgabe. Und als das Haus gebaut worden ist, war nicht damit zu rechnen, dass wir mal so viele bedürftige Menschen haben, die wir gerne und uneigennützig helfen. Und dann so ein Schreiben zu kriegen, dass wir unhygienisch sind oder dass da Dreck ist oder was, das ist nicht schön. Natürlich ist das, wenn Sie das sehen, donnerstags ist das Haus voll. Und wir haben schon manchmal versucht, Lösungen zu finden. Wie kriegen wir das hin, dass die Schlange nicht lang ist? Aber es waren schon welche, die stellen sich um 8 hier an. Das geht nicht. Da haben wir gesagt, machen wir Nummern, dass sie nicht mehr so zeitig kommen. Wir können die Garagen aber auch nicht ständig offen lassen, weil da sind Fahrzeuge drin. Das ist Brandschutz zu beachten. Das ist alles ein schwieriger Punkt. Aber das tut weh. Das gefällt uns nicht und das wollen wir auch nicht. Sie haben ja gesagt, Sie machen das über 10 Jahre. Ja. Jetzt kann man ja auch für sich ein bisschen abschätzen, wie die Tafel angenommen wird. Jetzt mal ganz abgesehen von diesem Brief. Wie glauben Sie denn, ist die Tafel wichtig? Ist das wichtig, was Sie hier tun? Also die Tafel selbst hier in Dippoldeswalde ist nicht mehr wegdenkbar. Also sie ist wichtig. Es tut mir manchmal leid, wenn ich die Menschen sehe, die herkommen, die unsere Hilfe brauchen. Wir geben das ja auch gern. Wie gesagt, der Kreisverband bemüht sich, Zeug reinzuholen, bis Dresden fahren wir. Viele Unternehmen, die uns unterstützen, die es abgeben. Wir können aber immer nur das geben, was wir wirklich kriegen. Ja. Das können wir den Leuten geben. Und da ist manchmal auch das Problem, es ist vielleicht zu viel Joghurt da, manchmal ist zu wenig da, aber wir können nur das geben, was wir kriegen. Und es ist wichtig. Also ohne Tafel in Dippoldeswalde würden manche Leute noch mehr Probleme haben und müssten vielleicht bis Freitag fahren oder sonst wohin, wo die nächste Tafel ist. Die ist wichtig und wir machen das auch. Aber man sollte auch ein bisschen fair zu uns gegenüber sein. Ich würde sagen, vielleicht können wir uns mal die Örtlichkeiten angucken, wo die Lebensmittel ausgegeben werden, denn Tafeltag ist immer Donnerstag. Und das ist heute? Tafeltag ist Donnerstag. Natürlich sind die Voraussetzungen, die wir unten geschaffen haben, nicht die optimalen. Das streite ich doch nicht ab. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, wer hat denn das vor 20 Jahren gedacht, dass wir das mal so intensiv brauchen? Wir wären Laden lieber. Aber wir müssen diese Verhältnisse nehmen, die wir zurzeit hier in Dippoldeswalde haben, in unserem Objekt. Und da ist es ein bisschen nicht ganz so optimal. Aber wir werden regelmäßig von Hygiene kontrolliert. Also wir haben alle Vorschriften, erfüllen wir. Die Kollegin May, die das leitet, ist Mitglied des Bundesvorstandes der Tafeln. Also Dippoldeswalde, der kleine Ort Dippoldeswalde, ist Mitglied der Bundestafeln. Sie fährt regelmäßig hin.
und kümmert sich darum, dass das alles in Rechtens ist. Wir geben nur das raus, was wir auch dürfen, was natürlich auch in gewissen Datum verfällt, was ja noch einen Spielraum hat, ist freigegeben von Hygiene. Wir geben nichts raus, was nicht mehr haltbar ist oder sowas. Ja. Also erstmal vielen Dank für das Statement und ich würde sagen, wir gucken jetzt, vielleicht ist die Frau May auch da, mal unten die Räumlichkeiten an und auch mal den Zuschauern zu zeigen, wie das hier bei Ihnen abläuft. So, machen Sie das. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Danke. Bitte. So, jetzt sind wir hier in den Räumen der Tafel in Dips. Ja, hier sind unsere Räume, die wir hergerichtet haben, schon viele Jahre. Wie gesagt, über 10 Jahre betreiben wir die Tafel hier. Und hier wird das vorbereitet von unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, aber auch von der Arbeitsamt zugewiesenen 1-Euro-Jobber, sagt man. Die bereiten das alles vor, ein paar Tage vorneweg, sodass das hygienisch einwandfrei ist. Das alte Obst wird aussortiert, wird nur Gutes und noch essbares Zeug ausgegeben. Okay, so und jetzt wollen Sie mir noch die Frau May vorstellen. Ja, ist die Frau May. So. Frau May ist verantwortlich hier in unserem DRK für die Tafel und die Kleiderkammer, ein Teil davon. Kommen Sie mit zu mir, bitte? Ein Teil davon. Also sie weiß, dass sie donnerstags hier unten sich das zu sein hat und das zu organisieren hat und kümmert sich um den ganzen Kram. Unter anderem im Fahrdienst ist sie natürlich auch noch tätig. Ja. Das ist eine zusätzliche Aufgabe, die sie freiwillig übernommen hat und ist auch Mitglied des Bundesverbandes der Tafeln in Deutschland. Okay, Herr Wertmann, darf ich Sie entlassen? Vielen Dank für die Zeit. Ich freue mich, dass Sie da waren. Vielleicht sollte sich auch mal der Bürger, der sich da anonym beschwert hat, sich mal Gedanken machen und soll uns ansprechen, wenn er Probleme hat. Wie gesagt, es ist nicht optimal, aber das ist schade um die Arbeit, die die Leute machen ehrenamtlich, dass das ein bisschen so in Dreck getreten wird. Wir sind für die sozial Schwachen da. Wir machen das gerne unentgeltlich, aber wir würden auch gerne, ein Feedback kriegen. Ja. Was nicht in Ordnung, muss man uns ansprechen. Okay. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Und wir machen jetzt einen kleinen Rundblick. Frau May, es war hier von unhygienischen Zuständen die Rede. Von endlos langen Wartezeiten, die Bedürftigen draußen im Schnee und Regen verbringen müssen und dabei krank werden, gerade die älteren Leute. Was sagen Sie denn dazu? Sie sind ja nun bei jedem Donnerstag eigentlich hier. Also ich sage mal zu dem Thema endlos lange Wartezeiten, das stimmt so nicht. Also die Leute können ab um 11 kommen, ziehen ihre Nummer und dann ab um 11:45 beginnt die Ausgabe. Wir werden das ab nächster Woche ändern. Das erfolgt in Form eines Schreibens, was die Abholer heute erhalten. Nächste Woche erfolgt die Ausgabe der Nummern 11:45 Uhr, sodass es keine Wartezeiten mehr gibt. Um 12 beginnt dann die Ausgabe. Was haben Sie denn jetzt hier alles in Angebot oder wer ist denn hier berechtigt, bei Ihnen überhaupt etwas abzuholen? Also berechtigt ist jeder abzuholen, der unter dem gesetzlichen Einkommensgrenze liegt. Das erfolgt so, dass die Leute bei ihrer ersten Abholung bei uns einen Antrag ausfüllen müssen, ihre Bestätigung mitbringen müssen, sei es Arbeitslosenbescheid oder Rentenbescheid oder BAföG. Mhm. Also jeder, der unter dieser Grenze ist, kann zu uns kommen und erhält dann bei der nächsten Ausgabe seinen Ausweis und der gilt dann für ein halbes Jahr und berechtigt ihn hier abzuholen. Und was bekommt er? Je nachdem, was praktisch wir gespendet bekommen. Wir holen jeden Tag Waren ab in Dips und Umgebung und fahren in regelmäßigen Abständen nach Dresden zum Landesverband und holen dort Waren ab, die wir so von den Geschäften nicht bekommen, sei es Pizza oder auch Wurstwaren in Größenordnung, was praktisch über den Landesverband. Wir können ja auch mal ein Stück weitergehen. Es wurde ja auch gesagt, dass zum Beispiel durch die Mitarbeiter der Tafel Nummern ausgegeben werden, dass man das ein bisschen manipuliert, dass manche Nummern an Leute gegeben werden, damit sie das meiste bekommen. Was sagen Sie dazu? Also dieser Vorwurf stimmt so nicht. Die Ausgabe der Nummern erfolgt in Form eines Sections, wo jeder Abholer reingreift und sich eine Nummer zieht. Das muss ich jetzt mal den Ball zurückwerfen, dass es Abholer gibt, die mehrere Nummern ziehen, sich die niedrigste behalten und die anderen dann wieder reinwerfen. Also von unserer Seite gibt es keine Manipulation der Reihenfolge. Also soweit denkt man eigentlich nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Aber wir können ich wollte gerne vielleicht ein paar Beispiele zeigen. Es gibt ja also sogar von Haushaltskosmetik bis hin Lebensmittel, bis auch jetzt um die Kekse. Zeit natürlich Weihnachtsgebäck, was jetzt nach Weihnachten gespendet wird. Aber eigentlich so Waren des täglichen Bedarfs. Und wie ist die Spendenbereitschaft der Firmen oder des Handels? Also die Spendenbereitschaft in Dips ist eigentlich relativ gut. Ja. Wir haben jetzt viele Geschäfte, wir betreiben es ja wie gesagt seit Juni 2006 und haben eigentlich die Spender durchweg eigentlich, die uns gute Ware auch zur Verfügung stellen. So, wir haben es jetzt, wie gesagt, Donnerstag 10.30 Uhr. Bald werden die Ersten kommen, nehme ich an. Und auch wir heute bei Schnee und kalten Temperaturen draußen stehen. Aber es ist nun mal so, oder?
Das ist nun mal so. Aber wir haben auch Ausnahmen gemacht und machen dann die Garagen auf, dass die in den Garagenräumen stehen. Aber ich muss mal so sagen, wenn bei anderen Tafeln abgeholt wird, ob es der Kinderschutzbund war oder auch andere Tafeln im gesamten Sachsen, dort stehen die Leute auch im Freien. Wir sind nun mal kein Geschäft. Ja. Ne? Und es ist freiwillig. Es Fühlen Sie sich selbst oder Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein bisschen auf den Schlips getreten, wenn Sie so einen Brief bekommen? Eigentlich schon. Also mich stört schon, dass kein Name drunter steht. Wir vermuten, dass es jemand ist. Und ich finde aber, dass die Arbeiter ehrenamtlichen und auch unsere Eurojobber dort wirklich mit Füßen getreten wird, die viel Zeit investieren und das auch gern machen. Und man sieht, dass die Waren sind ordentlich sortiert. Und ich finde, das ist eine gewisse Missachtung der Leistung unserer Leute. Also bleibt mir am Schluss eigentlich nur zu sagen, gut, dass es das DRK gibt, gut, dass es auch diese Einrichtung gibt, wo bedürftige Menschen, denen es nicht so gut geht, ihre Lebensmittel holen können. Und vielleicht nochmal ein kleines Wort an den Briefschreiber. Es ist wirklich einfacher, man schreibt seinen Namen drunter, vielleicht eine Telefonnummer, dann kann man viele Dinge auf dem kleinen Weg klären. Man muss es nicht immer an die große Glocke hängen und lassen Sie sich nicht entmutigen, machen Sie weiter so und alles Gute für Sie. Geschichten aus der Stadt- und Bärenapotheke Freital mit Professor Tatze. War das eine Feier? Oh, mein Kopf. Ich sag Ihnen was. Gut, dass es eine Apotheke gibt. Bitte bleiben Sie gesund. Das wünscht Ihnen Ihr Professor Tatze von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Herzliche Einladung zum Neujahrsbrunch am 14. Januar 2017 zwischen 9 und 15 Uhr im Autohaus 7 Eichstätt-Poldeswalde, Gewerbegebiet Rheinholzhain. Wir stellen Ihnen die neue Automarke Suzuki in unserem Haus vor. Gleichzeitig präsentieren wir Ihnen den weltweit ersten Mikro-SUV, den Suzuki Ignis. Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt, denn Showkoch Heiko Schwentke bereitet das Brunch-Buffet live zu. Und natürlich können Sie am 14. Januar die gesamte Produktpalette von Subaru, Isuzu und Suzuki Probe fahren. Wir sehen uns am 14. Januar zwischen 9 und 15 Uhr zum Brunchbuffet im Autohaus Siebeneicher in Diepoldiswalde. Bald ist es wieder soweit. FRM startet das Wintergrillen 2017. Wir suchen vom 23.01. bis 19.02. unter vier Faschingsvereinen den Wintergrillmeister 2017. Um den Titel Grillen um die Wette, die Elferräte aus Pretschendorf, Pesterwitz, Somsdorf und Ruppendorf. FRM Wintergrillen, eine Aktion von FRM, Expert und der Fleischerei Lohse. Breitband-Internetausbau im Landkreis. Der Landkreis wollte ein Kreisprojekt starten, um die Kommunen bei der Planung und dem Ausbau des Breitband-Internets zu unterstützen. Bis Jahresende mussten sie ihr Interesse beim Landkreis anmelden. Wie Matthias Otto von der Stabsstelle Strategie und Kreisentwicklung auf FRM-Anfrage mitteilte, sind im Zeitraum vom 8. August bis zum 29. Dezember 8 Meldungen eingegangen. 3 Kommunen haben mitgeteilt, dass es aufgrund eigener Planungen bzw. Eigenausbaumeldungen von Telekommunikationsunternehmen Abstand von einem Kreisprojekt nehmen und 5 Kommunen haben ihr Interesse angemeldet. Voraussetzung, damit der Landkreis die Koordination übernimmt, war, dass sich 9 Kommunen beteiligen. Damit ist die Mindestteilnahmezahl nicht erreicht und das Projekt erst einmal vom Tisch. Wertstoffhof Elend. Der Wertstoffhof Diepoldiswalde im Ortsteil Elend ist derzeit geschlossen. Wie der Zweckverband Abfallwirtschaft mitteilte, wird der Wertstoffhof umorganisiert und ab 1. März wird er mit eigenem Personal wiedereröffnet. Allerdings sucht der Verband nach einem neuen Standort für den Wertstoffhof, da der derzeitige Platz diverse Mängel aufweist. Dafür ist ein Grundstück im neuen Gewerbegebiet von Rheinholzhain vorgesehen.
Spätestens in den nächsten Tagen dürften bei den meisten fast alle Weihnachtsartikel aus den Wohnzimmern verschwinden. In Kisten verpackt warten sie dann auf das nächste Weihnachtsfest. Aber dennoch gibt es gerade jetzt genügend Gründe, sich über neue Weihnachtsdekorationen Gedanken zu machen. In der Strakos Erlebniswelt in Kolmnitz gibt es da ganz besondere Angebote. Endlich ist er da, der Winter, und auch hier in Kolmnitz, in der Strakos Erlebniswelt, ist er eingekehrt. Sie sehen draußen gerade die wunderschönen Anlagen, alles hat eine weiße Kappe auf, und jetzt steht neben mir die Frau Straßburger. Frau Straßburger, der Winter fehlte ja im Weihnachtsgeschäft. Hat denn das auf das Geschäft einen positiven oder negativen Einfluss gehabt? Ja, in erster Linie hat es einen positiven Einfluss gehabt. Es wäre natürlich sehr schön gewesen, wenn die Straßen leicht gezuckert gewesen wären. Das hebt nochmal die Stimmung. Aber wir liegen auch etwas schon im Erzgebirgsnähe, am Fuße des Osterzgebirges. Und wenn da die Straßen verweht sind, das hält natürlich dann auch viele Besucher ab, zu uns zu kommen. Und das war aber nicht, dieses Jahr war es nicht so, sondern dieses Jahr hatte man die ganze Zeit über freie Fahrt. Also Tausende waren bestimmt hier gewesen? Das kann man wohl sagen, ja. Wir sind sehr zufrieden mit der Besucherzahl, die hier zu uns als Käufer, aber auch als Restaurantbesucher gekommen sind. Jetzt sagt man so salopp, nach Weihnachten ist vor Weihnachten, aber hier in der Strakos Erlebniswelt kommt ja noch der Frühling, der Sommer, auch noch der Herbst, bevor es wieder ins Weihnachtsgeschäft geht. Sind Sie schon auf der Suche nach Trends, nach gewissen Accessoires, die die ganze Jahreszeit über dann Ihren Kunden angeboten werden? Ja, das haben wir jetzt auch schon im Blick, und wir werden nächste Woche dann anfangen mit der Frühjahrsdeko und werden jetzt auch alle Messen besuchen. Zum einen jetzt neue Anregung für Frühjahr und Sommer zu holen, aber vor allen Dingen auch schon für die neue Weihnachtssaison einzukaufen. Ich weiß ja, wäre dieser Wintereinbruch jetzt nicht gekommen, wären Sie heute in München, glaube ich, zu einer Messe. Wir wären heute in München gewesen, jawohl, mit meinem Team. Aber wir haben gesagt, wir wollen nicht, da wir drei Frauen sind, sie zur Messe fahren, und wir wollten hier kein Risiko eingehen und haben auf diese Messe verzichtet. Aber wir fliegen jetzt in den nächsten Tagen nach Holland, und dann kommt auch die Christmas World und die Ambiente, die wir besuchen. Also ich denke, es gibt noch viel Neues zu entdecken. Also viel zu tun und immer die Trends mitzubekommen. Natürlich haben Sie auch hier nicht nur etwas zum Kaufen, sondern auch etwas zum Genießen. Das ist ein Galerierestaurant, lädt ja auch das ganze Jahr über ein, und das wirklich 365 Tage lang. Ja, das eine mit dem anderen in unserem Haus ist nicht zu trennen. Und das Galerierestaurant ist natürlich auch zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert, und Feierlichkeiten sowie Firmenfeiern, Geburtstage, also jeglicher Art. Und auch der Tagestourist, der kehrt hier gerne bei uns ein. Und ich denke mal, wir haben eine sehr anspruchsvolle Küche. Und unsere Küche werden wir jetzt auch noch mit den deutsch-böhmischen Gerichten noch einmal verfeinern. So, jetzt haben wir unsere kleine Gesprächsrunde hier in das Galerierestaurant verlagert. Was ist denn jetzt, was bezwecken Sie denn mit dieser deutsch-böhmischen Küche, Frau Straßburger? Ja, es ist ganz beliebt, die böhmische Küche, auch unsere deutsche Küche. Und da wir auch böhmisches, also tschechisches Personal haben, bietet es sich natürlich an, gepaart mit unserer deutschen Küche dort den Gästen noch ein umfangreicheres Speisenangebot anzubieten. Ja, Herr Werner, Sie sind ja prädestiniert dafür. Vielleicht können Sie uns mal einen kleinen Einblick geben. Was wird es denn so geben? Ja, also ich sage immer, am besten schmeckt immer diese Schweinegulasch mit tschechischer oder böhmischer Knödel. Ne? Also das ist die gute Kombination, also mit den deutschen Kollegen hier. Wir haben auch hier eine sehr gute deutsche tschechische Koch. Also der kümmert sich über diese alle Sache, also über die böhmische Spezialitäten, zum Beispiel wie unsere Sauerbraten ist, Schweinebraten, Schweinegulasch, gefüllte Kartoffelknödel, Kartoffelsuppe. Also einfach, wir wollen sehr gerne für die Gäste die deutsche böhmische Küche so kombinieren, dass die, ich meine, das ist die beste Variation, was gibt's. Ja. Ja. Also gerade hier im Erzgebirge. Und dann müssen die deutsche Gäste, also die deutsche Kunden, überhaupt nicht nach Tschechien fahren, weil die kriegen alles hier bei uns. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, aber die gute deutsche Küche, die wird es natürlich auch weiterhin geben. Auf alle Fälle. Und wie gesagt, ich möchte nochmal darauf hinweisen, die Harmonie in der Küche stimmt, tschechisch, deutsche Kollegen. Und deswegen sind wir auch felsenfest überzeugt, dass die Harmonie auf dem Teller sichtbar wird. Ne? Also wenn Koch und Service sich gut verstehen, merkt das der Gast auf jeden Fall am Essen und am Ambiente und wie er sich hier wohlfühlt, denn dann sollte es ja stimmen. Frau Straßburger, wir wünschen Ihnen jetzt für das neue Jahr 2017, auch Ihnen allen hier, viel Erfolg.
Und wir können Ihnen garantieren, dass FRM auch in der nächsten Zeit öfters mal das Strakos-Erlebniswelt vorbeischaut. In diesem Jahr feiert das Festival Sandstein und Musik sein 25-jähriges Jubiläum. Zurück zu den Wurzeln heißt das Motto, und was es alles in diesem Jahr zu erleben gibt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das Jahr 2016 war für das Festival Sandstein und Musik der bisher erfolgreichste Jahrgang. Fast 10.000 Besucher waren bei den insgesamt 27 Konzerten in 23 Spielorten dabei. 2017 findet das nunmehr 25. Festival Sandstein und Musik statt. Unter dem Leitmotiv »Zu den Wurzeln« werden die Besucher der Konzerte an neue, außergewöhnliche Spielstätten entführt. Sandstein und Musik fühlt sich auch im 25. Jahr des Festivals seiner Idee verpflichtet, den Gästen nicht nur Konzerte, sondern Erlebnisse zu bieten. Und auch im 25. Festivaljahrgang ist Professor Ludwig Güttler der künstlerische Leiter. Professor Güttler, der neue Flyer ist gerade erschienen, ganz druckfrisch. Es geht in die 25. Saison, Sandstein und Musik. Eheleute würden sich auf die silberne Hochzeit vorbereiten. Auf was freuen Sie sich denn im Jahrgang 2017? Auf die goldene. Auf die goldene. Ja, denn das Misstrauen, was uns entgegenschlug, als wir angefangen haben und alle zuständigen und verantwortlichen Personen sagen, das wird nichts, das geht nicht in unserer Region, hat sich ja als nicht zutreffend herausgestellt. Nicht, dass die Unrecht hatten, aber sie haben sich nicht zugetraut. Wenn wir jetzt 25 Jahre haben, können wir auf 24 gelungene Jahre zurückblicken. Das erfüllt mich mit einer großen Freude und auch mit einer großen Dankbarkeit allen denen gegenüber, die dazu beigetragen haben. Klein, groß, viel, oft, häufig, wenig. Alle, die dazu beigetragen haben. Und wenn Sie auf Ihre Frage, wenn ich jetzt salopp sage, auf die goldene, ich hoffe, dass wir es fortführen, ständig interessant machen, viele neue Gebiete uns erschließen in der Darbietung, aber auch in der Rezeption, Unterstützer finden, das Interesse in Deutschland an der Region, am Musizieren in dieser Region, in diesen wunderbaren Bauwerken, die wir auch haben, und in dieser herrlichen Naturkulisse, das alles zusammen erleben zu können, sodass die Menschen bereichert, erfreut von dannen fahren mit dem Wunsch, da kommen wir wieder. Sie hatten in der Pressekonferenz gerade das Beispiel Lauenstein erwähnt. Da waren Sie auch ein bisschen aufgeregt, fand ich, weil Sie sagt, manchmal sind so schöne Dinge, die Sie in den Ort bringen und das Umfeld ignoriert es einfach ein bisschen. Ist das woanders auch so? Ich war nicht aufgeregt, sondern ich war verärgert und erregt. Weil, ein Beispiel, Sie laufen über die Straße, da liegt ein Stück Papier. Wenn Sie wissen, dass es ein 20-Euro-Schein ist, heben Sie ihn auf. Wenn Sie keine Ahnung haben, was es für wert ist, latschen Sie drauf. Und in diesem Vergleich, den bringe ich absichtsvoll, wenn man weiß, was es kulturell und für das Aufwerten einer Region, für das Interessantmachen, für die Nachfrage nach ihr und was wiederum Übernachtungen und Einkaufen und Gaststättenbesuch, also die gesamte Umwegfinanzierung, die stattfindet, wenn man dafür einen Sinn entwickelt hat und auch in die Details etwas hineingeht, genauer hinguckt und nicht bloß groß darüber redet, dann weiß man, dass das ein unverzichtbarer Wert ist, zumal es in Deutschland, Gott sei Dank, immer mehr Regionen gibt, die das bereits erkannt haben und auch konstruktiv handhaben. Und da stehen wir eben auch in einer Konkurrenz als Region. Jetzt betrachte ich mich mal als Teil der Region und nicht als Gegenüber jetzt. Und da wünschte ich mir ein konstruktiveres, auch mutigeres, unternehmerisches Vorangehen, was uns unterstützt, wobei diese Menschen mit jeder Gaststätte sich selbst unterstützen und was allen nur zur Freude und zur Genugtuung gereichen kann. Und dazu sind wir schließlich auf der Welt. Ihr Name ist auch ein bisschen das künstlerische Zugpferd für Sandstein und Musik. Wollen Sie bis zur goldenen Hochzeit dabei sein? Ich will so lange dabei sein, solange es verantwortlich, respektabel und gut ist. Und eines Tages sage ich sicherlich, Freunde, das war wunderbar bis jetzt. Ich mache jetzt noch das, ich mache das. Ich muss mir alles nicht mehr antun. Und ich freue mich über das, was ich erreicht habe. Ich bin dankbar für das, was mir bisher gelungen ist. Und aus dem, was mir nicht gelungen ist, habe ich gelernt. Und die Frage kann ich einfach so jetzt auf den Punkt gebracht gar nicht beantworten. Sandstein und Musik ist ein Festival aus der Region für die Region. Es hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Mit 50.000 Flyern wird regional und deutschlandweit bei Tourismusmessen und ähnlichen Veranstaltungen geworben.
Ab sofort ist auch der offizielle Vorverkauf gestartet. Klaus Bremig ist der Vorsitzende des Trägervereins. Er ist stolz darauf, hier in der Region ein interessiertes und treues Publikum gefunden zu haben. Und es kommen immer mehr Besucher dazu. Ja, erstmal danke auch an das Publikum, aber natürlich denke ich auch an die Medien, die eine wichtige Rolle gespielt haben, damit dass wir das Erfolgsrezept überhaupt umsetzen konnten. An das Ehrenamt, an unsere Sponsoren, an die künstlerische Leitung Professor Küttler, an die Dramaturgie und vor allem natürlich aus den vielen Gästen, die aus allen Teilen Deutschlands und vor allem aus Sachsen zu uns kommen, bei einem sehr großen Wettbewerb, der natürlich da ist. Ich selber habe für das neue Festivalprogramm eigentlich keine heraushebende Programmpunkt. Für mich sind alle sehr lieb und auch teuer, wenn ich das mal so sagen darf. Aber vielleicht ein Tipp, den ich gerne natürlich geben möchte, ist, wir wollen ja auch die musikalischen Bildbetrachtungen weiterführen und haben uns im nächsten Jahr dem großen Maler Leuteritz, der in Sachsen geboren ist vor 200 Jahren, den uns mal gewidmet und wollen versuchen, dann auch die Landschaft in der Malerei gemeinsam untermalt mit Musik mal besonders herausheben. Das ist also so ein Punkt. Oder wenn ich dran denke an unsere vier Bergsteigerchöre, die wir in Sachsen haben, die werden gemeinsam auftreten mit musikalischer Begleitung. Das heißt also, da sind ein paar neue Dinge dabei, wo wir dann auch die Veranstaltungsräumlichkeiten auch natürlich sehen, wie die größte und schönste Naturbühne, wie man so schön sagt, auf der Welsenbühne Raden, da unsere Gäste einzuladen und entsprechend einzustimmen. Also da ist viel Neues und natürlich traditionell Gutes mit dabei. Und ich lasse mich natürlich auch selber überraschen. Sie haben treue Sponsoren, die immer dabei sind, zum Beispiel auch die Enso. Und die Vertreterin der Enso sagte heute, es ist eine Marke entstanden, die sich etabliert hat. Ist das der Plan gewesen? Nein, gut, das ist natürlich, als wir begonnen haben, das wäre schon eine Extrasendung für Ihr Medium, wo man einfach mal die ganzen interessanten Dinge, die vielleicht auch das Publikum interessieren könnten, vielleicht können wir da auch was gemeinsam machen in den nächsten Monaten. Also das war nicht geplant, sondern wir hatten einfach vor, die örtliche Kunstkultur, die ja im Angebot war, kurz nach der Wende, dann vielleicht auch zu einem Festival zusammenzuführen. Das ist uns in der Ursprungsidee natürlich nicht gelungen, aber trotzdem haben wir das dann übernommen als Verein und haben versucht, dann die Veranstaltungsorte und Gemeinden rechts- und linkselbisch und dann natürlich weiter in das Osterzgebirge und den Dresdner Raum mit einzubinden und sind durchaus erfolgreich, wenn ich mir vorstelle, dass in den letzten 25 Jahren drei Festivals sind quasi vom Netz gegangen, die an Finanzierungs- oder organisatorischen Hürden gescheitert sind. Und da können wir sehr, sehr stolz sein auf das, was wir gelungen haben. Und immerhin haben wir ca. 157.000 Menschen Freude bereitet, auch durch unsere Konzerte, durch das Gesamterlebnis Landschaft, Kunst, Kultur und natürlich auch die Städte bis hin zur Gastronomie und all diese Dinge, die natürlich da zusammenwirken, dieser Kreislauf, der da geschlossen ist. Und das führt auch dazu schon ein bisschen zu Demut, aber auch zu Stolz und Dankbarkeit, dass uns das gelungen ist. Und damit sind wir am Ende unseres Magazins angekommen. Ab nächsten Montag gibt es wieder neue aktuelle Themen aus unserer Region. Ich bin mir sicher, dass auch Sie dann wieder einschalten und sage bis dahin Tschüss. Machen Sie es gut, Ihr Ronny Birner.